Die gemütliche Zigarette im Café, eine der Lieblingsbeschäftigungen vieler Ägypter. Doch mit diesem Vergnügen könnte es zumindest in der Stadt Alexandria bald vorbei sein. Nach dem Willen der Regierung soll die Stadt am Mittelmeer die erste im Nahen Osten sein, in der das Rauchen an öffentlichen Plätzen untersagt ist. Wasserpfeifen sind an den Stränden bereits verboten, zum Leidwesen der Kaffeebesitzer. Unsere Gäste kommen extra hierher, um ihre Shisha zu rauchen, weil es im Freien ist. Ich kann doch meinen Kunden jetzt nicht sagen, dass das Rauchen verboten ist. Auch in der Innenstadt haben Wirte und Kneipiers wenig Verständnis. Es gibt bereits ein Rauchverbot für öffentliche Gebäude und das finde ich auch gut. Aber wir müssen uns über die Folgen eines Totalverbots im Klaren sein. Aus Schulen, Universitäten und öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Glimmstängel bereits verbannt. Doch nicht alle halten sich daran. Ein komplettes Rauchverbot trifft jedoch auf Zustimmung, sofern es konsequent umgesetzt wird. Ein Rauchverbot bringt nur etwas, wenn sich die Raucher über die Folgen seiner Missachtung im Klaren sind. Zum Beispiel Geldstrafen, sonst werden sie nicht aufhören. Das ägyptische Gesundheitsministerium will schon einen Wandel in der Einstellung der Bürger beobachtet haben. Die Leute fangen an, auf ihr Recht auf frische Luft zu pochen. Früher hätten sie nichts gesagt, wenn jemand neben ihnen raucht. Heute trauen sie sich, Raucher anzusprechen und sie zu bitten, die Zigarette auszumachen. Es wird eine Zeit dauern, aber ich bin optimistisch. Aus den Ägyptern ein Volk von Nichtrauchern zu machen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit. Das 80-Millionen-Volk ist nach Pakistan immerhin die weltweit zweitgrößte Rauchernation.